Boy, it sure is hot here. Mit zwei Seile, toll. Hätte ich jetzt beide miteinander benutzen, musst du Seil mit Seil. That doesn't seem to work. Nein. That doesn't seem to work. Hmm. Kann ich hier etwas sinnvoll miteinander verbinden? Da muss ich noch irgendwas abschießen. Ich wüsste jetzt auch nicht, worauf ich jetzt hier diese komische Schleuder richten sollte, was ich jetzt noch irgendwie offensichtlich abschießen könnte. Vorher hätte ich gedacht, der Typ, der da am Seil hing, irgendwie, den könnte man abschießen. Das war jetzt aber das Rätsel hier mit dem Damm. Ziehen, ziehen, ziehen. Ich muss mal utopisch weit rumziehen. It won't go further. Okay, das ist maximal jetzt. Probieren es mal aus. Zweifel schießt du das irgendwo sonst hin, aber. Wenn das jetzt auch irgendwie so komisch im Dschungel da versinkt, dann glaube ich nicht, dass da jetzt noch was. Glaube ich nicht, dass da jetzt noch was kommt. Nee. Also ich glaube nicht, dass mir die Dings hier noch was bringt. Ein primitives Kunst. So, dum. Boy, sure is hot here. Ich kann mir jetzt keinen Reim drauf bilden. Also ich habe die Lichtung, wo ich weiß, dass ich dieses... Vielleicht braucht die das zweite Seil dafür. Wie geht das jetzt erst? Doesn't fit. Figures. I think I'll keep it in mint condition. It might be worth something someday. I don't think I could get it to stay on there. Ach Mann, das muss doch irgendwie miteinander zusammenhängen. Ziehen? Vielleicht ist es naheliegender, als ich bisher denke. Ich weiß nicht. Made by Red Skull. Wofür bräuchte ich ein zweites Seil? Also mir war erst so, als könnte ich mir jetzt ein Lasso daraus bauen. Irgendwie so, dass man deswegen zwei Seile hat oder so. Keine Ahnung. Länger ist. Der Affe bringt mich ja auch nicht weiter. Also den Affen kann ich irgendwie mitlocken, wenn ich ihm Bananen gebe, aber... So, das Boot will er nur benutzen, wenn er einen Paddel hat. That's strange. It says Sea Monkey. So, aber jetzt ist das dann benutzt irgendwie... I don't have anything to paddle with. They look like they're almost ready to fall off the tree. I can't reach that from here. Da brauche ich gleich auch den Bananenpflücker irgendwie nachher. Ich kann es jetzt mit dem... Ich hatte ja schon ein Seil. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Also ich habe mein Schiff abgeschossen, wo ich auch noch keine Teile dafür bekommen habe oder so.
Warte mal, vielleicht fällt er auf 5 Pfefferminz ab. I don't think he's interested. Macht ja auch nicht so wirklich Sinn eigentlich, ne? I don't think he's interested. Nee, das muss auch irgendwas Offensichtlicheres sein. Hab ich noch Schießpulver? Okay, ob ich nochmal Schießpulver holen kann. Ob ich das irgendwo nutzen kann. Ich wüsste jetzt aber auch nicht jetzt offensichtlich, wo ich das jetzt nutzen könnte. I'm not bothered a bit by the fact that you waltzed right into my home without bothering to knock. Leave me alone, would you? Oh, Christ. Ja, also ich kann mir den Schießpulver schon mal nachholen. That doesn't seem to work. Okay. It's rusty. I don't think it'll work. Also ich kann Feuer machen, ich habe ein Seil, ich habe Schießpulver. Ich könnte also noch irgendwas in die Luft sprengen. Aber man könnte ja vielleicht versuchen, den Zaun wegzuspringen, aber ich glaube, das war nicht die Lösung. Ist ja interessant. It's rusty. I don't think it'll work. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Ne, da komme ich glaube ich auch an der Stelle nicht hier weiter. In die Richtung will er auch nicht. Sag mal, irgendwas übersehe ich. Ach Mist, schon wieder rausgeklickt hier. Irgendwas übersehe ich doch. Jemand, hat irgendjemand eine Idee? Also im Idealfall jemand, der es dann auch eigentlich nicht wirklich besser weiß. Also er jetzt nicht spoilern muss oder so. Affen. Diesen Totenfall, wo ich glaube ich was dranhängen musste. So, aber Strand finde ich jetzt auch nichts wirklich. Spalte! Was ist das denn hier? Ja, gut, ich habe eine Idee. Also wenn ihr keine Idee habt, ich habe eine. Was? Looks strong. Kräftig aus. Okay, dann weiß ich auch, wofür ich jetzt die Seile brauche. Herzlich willkommen an die Zuschauer von Morg 1333333333777. Hallo! Vielen Dank und herzlich willkommen bei Auf Monkey Island. Ja, also wie ihr seht, wir befinden uns auf Monkey Island. Jetzt erschließt sich mir auch, warum ich zwei Seile brauche. Das habe ich nur eben halt vorher noch nicht gesehen hier. Das, so. Jetzt macht das alles Sinn. Super. Wie kommt es zu dem Host? Was habt ihr gespielt? Habt ihr zufällig auch Monkey Island gespielt? Das bezweifle ich jetzt einfach mal. So, und dann hier der zweite. Jetzt macht das Sinn mit den zwei Seilen. Sehr gut. Dann habe ich ein Paddel, dann kann ich mit dem Boot umherschwimmen. Und dann werden wir sehen, was das Ganze mir bringt. So, nimm. It's spooky, and I'm not going any further. Aber nur im Abgang. It's spooky, and I'm not going any further. Ja gut, das ist natürlich ein relativ großer... It's spooky, and I'm not going any further. Relativ großer Kontrast dann jetzt. Aber trotzdem, herzlich willkommen. Und Monkey Island, ich meine, der ein oder andere kennt es natürlich noch aus Oldschool-Tagen. Ich weiß nicht, kennt das eigentlich auch wieder einsammeln, ne?
Okay. Gut, aber ich habe jetzt das Boot. Dann komme ich natürlich weiter voran. So. Wenn sie mich auch sagen, benutze Monkey Island. Aber ich glaube, so für Jüngere, die Monkey Island nicht kennen und die fast... Ja. Ja, jetzt haben wir das Boot. Sehr gut. Ich glaube, ich umcruise mal eben kurz die Insel damit. Bestes Spiel der Welt. So ist es nämlich. Ohne, also ich weiß, also ich habe jetzt auch das erste Mal spiele ich jetzt diese Special Edition, also diesen Remaster-Teil. Und das ist der absolute Hammer. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal wieder zurückversetzen, irgendwie das so sah es damals aus. Ich meine, es ist von den Spielmechaniken, von dem Humor und so weiter ungeschlagen. Aber wie schön die dieses Spiel hinbekommen haben. Unfassbar. Also, falls du es noch nicht gespielt haben, solltest du unbedingt nachholen. Ich hätte vielleicht... Obwohl, ich schwimme jetzt natürlich gegen den Strom, aber... Hier irgendwo anders noch raus. Und ich muss sagen, viele Rätsel waren mir auch gar nicht mehr so präsent. Ich glaube, so manche irgendwie gerade auf Millie Island... Die habe ich noch hinbekommen, aber... Okay, jetzt kommen wir hier zumindest mal hier um den oberen Teil, an den nördlichen Teil. Oh, stimmt, das ist das Dorf. Wo können wir denn hier ranpaddeln? Hier ist hier. Hier ist ein Strand. Das ist der einzige Anlaufpunkt, glaube ich, hier. So, haben wir neue Gebiete so untersuchen? Cannibals. I'm not giving you bloodsuckers your key to the monkey head until you return my banana picker. HT. Ja, das war so ein Brief von Herman. Also die scheinen sich ja ganz schön zu betteln, die Kannibalen. Und ich glaube, das ist auch hier hinten erst das Dorf von den Kannibalen. Das andere bei dem hier auch jetzt wieder neue Sachen. Strand. Ja, hier drumherum nichts. Aber ich glaube, in dem Dorf leben die nämlich auch. Und das sind die Kannibalen. Und das, da kommt eine der besten Szenen dann auch gleich. Ah, herrlich. It's an empty hut. This hut is very empty. Why? It's empty. I can't see inside from here, but I'll bet it's empty. Kann ich auch hier die Leiche irgendwie nehmen, ne? Boy, this is the emptiest hut I've ever seen. No two ways about it. This hut's empty. I bet if I looked up empty in the dictionary, there'd be a picture of this hut. So, gehen wir mal weiter hier. Oh, Bananen brauchen wir. No thanks. The rest is no good. Okay. It looks big and empty. Okay. Gehen wir mal die Tür. This door appears to be locked. Und wenn ich mir jetzt nicht vertue, spätestens wenn ich jetzt hier gleich wieder rausgehe. Da sind sie. Is that a banana in your pocket or are you just glad to see us? You've got a lot of nerve stealing from the notorious Monkey Island cannibals. You're cannibals? Well, yes, although lately we've been trying to stay away from red meat. Only for help. Moin, der Junge Jan. We're still as vicious as ever. Oh, especially with tourists who try to steal our stuff for souvenirs. Well, what do you have to say for yourself? So, was haben wir? Esst mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat, esst mich nicht, ich gebe euch alles. Nee, wir sind Wender und Pirat. Okay, dann kocht mich halt. Macht mir nichts aus. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Das ist ja quasi so der Running Gag in Monkey Island. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Look behind you, a three-headed monkey. Hey, do you really think we're that stupid? I wouldn't push it if I were you. Look,
behind you! A three-headed monkey! So good. Ha. We're not going to fall for that old trick again. We'll eat you now. Unless, if you had some sort of offering for us, something that we could pass on to the great monkey, well... Ja, gut, habe ich irgendwas? Glaube nicht. Es ist so geil, dass dann auch die ganze Zeit gibt es diesen Running Gap hinter dir, ein dreiköpfiger Affe und so weiter. Die ganze Zeit zieht sie da durchs Spiel und dann kommt der irgendwann wirklich da. Das ist so geil. Ich liebe. Mal gucken, wie sie da so. Das ist echt der Hammer, ey. We might eat you, we might let you go. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Come. Let me show you our guest hut. So, das war auch sogar. Should do it. Migos dreiköpfige Affe sah ja nicht mal annähernd so geil aus wie das Original. Nee, tatsächlich nicht. Dieser dreiköpfige Affe, das ist, wie gesagt, also einer der Running Gags überhaupt in Monkey Island. What a cute little skull. Nehmen. Wir stecken uns die Taschen voll. So, das ist der Bananenpflücker, den nehmen wir auf jeden Fall mit. I think that's how I'll end up if I don't get out of here soon. Ja, kannst du das auch noch mitnehmen? No thanks. They've still got some meat on them. Mm. So, Tür öffnen wird wahrscheinlich zu einfach sein. Hmm, this door appears to be locked. To the ghost pirate LeChuck. We must protest your acquisition of our voodoo anti-root. We realize that it presents a hazard to you and your crew, but this is thievery. The Monkey Island Cannibals. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis für spätere Spiel. Eigentlich fast zu klein irgendwie, weil da musst du eher durch... Also ich bin daher durch... Bin eher durch Zufall nachher drauf gekommen. I don't think hanging myself is the answer. Ja, aber kannst du die mitnehmen? Mitnehmen? I don't think hanging myself is the answer. Hier sind Lian? Noch welche? I don't think hanging myself is the answer. Hmm. Ich muss mich ja jetzt irgendwie befreien. I can't get through it. Also, er würde eigentlich 10-mal da durchpassen, aber... I can't move it. Boom, was hab ich denn? Die haben mir meine ganzen Sachen ja auch genug gelassen. No staples to be removed. Was könnte man denn sinnvoll jetzt hier einsetzen? Man könnte das Ding sprengen. Bananenpflücker zu benutzen macht keinen Sinn eigentlich. There are no bananas to pick there. Soll ich das sprengen? Das wäre aber ein bisschen radikal eigentlich, ne? That doesn't seem to work. Okay. Hmm, this door appears to be locked. Hm. Ich muss bestimmt irgendwas einsetzen vorher. Ich hab Bananen, ich hab Bananen raus. That doesn't seem to work. Ich Bananen raushalte, irgendwie, dass ein Affe kommt oder. That doesn't seem to work. Nein. Wird hergeholt, ne? Nothing to look at here. Was könnte man denn jetzt sinnvoll jetzt. Dun, 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 T-Shirt. I think I'll keep it in mint condition. It might be worth something someday. Also ich könnte... Oder ist hier immer vielleicht noch was? Loses Blatt. Loses Brett. Looks loose. Ja, dann... I might fit through that hole, but I don't think this banana picker will. Okay. Ja, dann lass ihn da. Dann hole ich ihn gleich noch. Ach, da hinten bin ich. And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals, for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. Das ist so gut. So, das habe ich jetzt natürlich nicht wirklich... Gut, ich habe zwei neue Bananen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Affe damit dann irgendwann gefügig wird. Und ich habe... Was habe ich jetzt eigentlich neu? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, nochmal hier reinzugehen, aber... Ich habe zwei Bananen und ich habe einen Schädel mehr. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt einfach nicht wiederkommen.
This door appears to be locked. Ja, kann ich die Sperre nicht wegnehmen da? Großer Steinkopf. I don't want to get any closer to that thing. It might be booby-trapped. In eine Falle drin stecken. Das war, also ich bin jetzt echt relativ, ich meine, ich kenne das Spiel, that aber seem to work. Da weiß ich nicht mehr, große Obstschale. I don't want to get any closer to that thing. Irgendwas hat es it doch might be booby-trapped. Damit irgendwie auf sich. Mehr kann ich nichts machen. Oh. Ah, the banana thief returns to the scene of the crime. Maybe we should just eat him right now. Do you have any idea how much cholesterol is in one of these things? Now then, okay. How did you break out of our hut, and why did you come back? Don't eat me! I'm a mighty pirate! That means his skin will be leathery and his meat tough and stringy. We'll That's give so you gay. One more chance to trade something of yours for your freedom. Well? Ja, jetzt muss ich mal gucken, was könnte dir interessieren? Benutze... That doesn't seem to work. Ergib... Sorry, we already have plenty of those. Now, what would the Great Monkey do with that? The Great Monkey? Obviously, you have nothing for us. Och. Was wollen die denn haben? That should do it. Jetzt haben sie sich vernagelt, ey. Wie geil. Vorher haben sie so Speere reingemacht, jetzt haben sie sich vernagelt. Ach, warte mal, jetzt... jetzt habe ich eine Idee gleich. Jetzt habe ich eine Idee. Das klappt? Ich weiß es nicht, aber... No staples to be removed. Ah, schade, okay. This door appears to be locked. Was? Well, well, well. You're quite the escape artist, aren't you? I told you we should eat him. Was? Ich glaube, beim nächsten Mal... Warte, die Safe-Tür davor. Don't eat me. I'll give you anything. Anything? We'll give you one more chance to trade something of yours for your freedom. Well? So, was könnte dir denn interessieren? Oder was könnte den... You ain't going nowhere until you give us something. We've already got one of those. Do you really think we want that after you've had your grubby paws all over it? Obviously, you have nothing for us. That should do it. Das ist so gut. Also es wird jetzt immer weitergehen wahrscheinlich. Dass sie ja irgendwie immer mehr Sicherheitsvorkehrungen vornehmen. This door appears to be locked. How you get out is almost as much of a mystery as why you keep coming back. The real mystery is why he's not simmering with carrots right now. Oh, go ahead and eat me. See if I care. Hey, whatever you say. That should be it. Das ist so geil im Dschungel auch, ey. Abend. Das ist so gut. Oh Mann, ey. Das wird immer besser. Weiß nicht, ob es noch weitergeht. Das ist so gut, ey. This door appears to be locked. Das ist so gut. I don't know if this is getting boring for you, but it sure is for me. Oh, go ahead and eat me. See if I care. Hey, whatever you say. Aber ich glaube, jetzt passiert da nichts mehr, ne? So, den Bananenpflücker kriege ich nicht raus. Ich weiß zwar, wo er ist, aber das war's dann auch.
Ich habe eben das Gefühl, dass ich den Affen jetzt gefügig machen kann, mit den weiteren Bananen, die ich jetzt habe. In dem Schädel, da kann ich mir noch keinen Reim drauf bilden. Okay, jetzt bin ich hier oben, okay. Aber hier ist auch nichts weiter, was ich jetzt hier nutzen könnte oder machen könnte, ne? Hier vielleicht noch irgendwo hin? Guybrush? Nee. Ich würde jetzt echt stumpf dem Affen die Bananen geben, ohne zu wissen, was ich überhaupt mache. Das ist für mich auch der einzige Ansatz im Moment. Hier ist ja auch nichts weiter. So, kommen wir hier irgendwo noch hin? Nö, ne? Ja, will ich wieder an den Strand fahren? Seil plus Banane. Ich hab die Seile nicht mehr. Die Seile habe ich nicht mehr. Die habe ich gebraucht, als ich die Ruder eingesammelt habe. Und ich kann die Seile auch nicht mehr wieder einsammeln. Ich glaube, irgendwann ist der Affe gefügig. Ich weiß nicht, ob der sich dann an das Totem hängt oder so. Das kann sein. Kann auch sein, dass ich völlig falsch liege. Das weiß ich nicht mehr. Sieh doch mal zu da. So. Okay. Dann wieder zurück. Ich meine, das kann auch wohl nach hinten losgehen. Das kann natürlich auch. Ich glaube, der wird nachher zahm. Gibt natürlich. It's yellow. Ja, klar. So, folgt er mir jetzt überall hin? Ob ich an den Strand gehe? Ja, kommt er nicht mit. Aber er bleibt, guck mal hier, wie eng der jetzt an mir dran bleibt. Falsch. Ja, jetzt rennt er mir erst mit hinterher. Yes! Und jetzt habe ich eine. Ich hoffe, dass der sich jetzt da an das Totem. Guck mal hier, wie der mich jetzt. Gut, sehr gut. Ich war mir schon gar nicht mehr sicher, ob das nicht nachher der größte Fehler sein könnte, den ich mache. Aber der wird sich jetzt hoffentlich an das Totem ranhängen. Ja, sieht sehr gut aus. Geht er jetzt selber daran? Ziel. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, das hat schon mal geklappt. Wow, that's the second biggest monkey head I've ever seen. So wie der Schlüssel aussieht, weiß ich. Aber ich komme hier gar nicht weiter, merke ich gerade. Hier ist so ein Tentakel, das ist auch geil. It looks like a sacred idol of some kind. It looks like a sacred idol of some kind. It looks like a sacred idol of some kind. It looks like a sacred idol of some kind. What a cheap piece of mass-produced tourist crap. On the bottom it says made by Lemonhead. It looks like a sacred idol of some kind. Okay, Lemonhead, das ist einer von den Kannibalen. It looks like a sacred idol of some kind. It looks like a sacred idol of some kind. It looks like a sacred idol of some kind. Kann ich hier irgendwie ziehen oder was? These are much too heavy to move. Okay. Besides, why would I be stupid enough to disturb the sacred worshipping grounds of a group of man-eating headhunters? Warum nicht? Warum nicht? It looks like a sacred idol of some kind. Huh? Okay, geht hier auch nicht weiter? Riesiger Affenkopf. Idol, 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 Idol. Mickriges kleines Idol. Das können wir aber mitnehmen, glaube ich. What a cheap piece of mass-produced tourist crap. Sehr I doubt anyone will miss this piece of junk. Okay, jetzt habe ich so ein
Okay, das bringt mich eigentlich jetzt noch nicht weiter, ne? Also das ist eigentlich jetzt... glaube ich. Okay, der wird hoffentlich dran hängen bleiben. So, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß, die Couch ruft. Ja, danke nochmal für den Host und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis dann, ciao. Und danke für den Host nochmal. So. Jetzt will ich das irgendwie erstmal speichern, erstmal. Bei wie viel Prozent sind wir jetzt? 65, okay, wir machen auf jeden Fall Fortschritt. Nochmal 20%.